Jetzt soll ich mich nächstes Jahr nochmal bewerben. So lange halte ich das da unten nicht mehr aus. Das liegt nicht am Ort, das weißt du. Wollen wir nicht lecker essen gehen, wenn wir schon mal in Berlin sind? Nein. Ich bin Ärztin. Dann ist ja alles bestens. Es tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Mir geht's gut. Ist er verletzt? Ich würde Sie am liebsten in einem Krankenhaus untersuchen lassen. Das geht nicht, ich muss weiter. Ich habe einen langen Weg vor mir. Wo müssen Sie denn hin? Richtung Stuttgart. Ein Tramper, toll, sowas gibt's noch. Wir können Sie ein Stück mitnehmen. Ja, wir fahren Richtung Leipzig. Ich gehe zu Fuß. Den ganzen Weg. Tschüss, Hugh. Moment. Hat er gerade meinen Namen gesagt? Geht's Dr. Brackmann? Natürlich kannst du auch Gedanken lesen. Ich weiß nicht, wie es Dr. Brackmann geht. Willst du auch wissen, warum? Weil ich dir seit 3 Wochen mehr der letzte Volltrottel hinterherfahre. Ich muss die Reise zu Ende bringen. Morgen sind wir da. Die Reise ist zu Ende. Du kommst zurück in die Anstalt, wo du hingehörst. Nicht Bescheid. Er macht keinen Aufstand. Es kann bleiben, wie es ist. Du bist gefährlich. Um jemanden zu heilen. Vielleicht solltest du mal deine Prioritäten anders setzen. Gesund wird. Ich setze meine Energie für ihn ein.